Martin Mahler ist auf der Pole Position vor Jakob Erlbacher mit der Startnummer 8. Und Martin Mahler, ja, der setzt sich hier vorne an die Spitze des Feldes. Die Startaufstellung, ja, konnte ich leider nicht mehr ganz vorlesen. Da war René ein bisschen zu lang dran. Aber kein Problem, seit Ferrestario ist von 3 gestartet. Florian Thies von 4. Dahinter Jan Unglaub auf 5. Yannick Martiner 6. André Engel von 7. Colin Korsten 8. Christian Retzepoff von 9 und Nico Hülgers von 10. Also so die Startaufstellung. Wir gucken jetzt mal die erste Runde, was sich da genau tut. Der Start von Martin Mahler war gut. Also gut gemeistert, sehr souverän. Hat sich da nicht beeinflussen lassen, unter Druck setzen lassen. Start war auch okay seitens der Race Control. Also es gab nichts zu beanstanden. Jetzt schauen wir mal. Da haben wir ihn. Martin Mahler, der übrigens in der Meisterschaft auch momentan führend ist mit 145 Punkten nach Wittgenborn. Jetzt kommen natürlich die Punkte von heute noch dazu, vom Halbfinale, wo er gewonnen hat. Da ist er 37 Punkte vor Seid Ferrestario, der natürlich ein bisschen was ausrichten möchte. Und ganz witzig auch, dass Jakob Erlbacher da so als Gaststarter ein bisschen dazwischen grätscht und so jetzt keiner mit ihm gerechnet hat. Aber gucken wir mal. Also Martin Mahler, der ist vorne. Jakob Erlbacher mit der Nummer 8 auf der 2. Seid Ferrestario ist Dritter nach wie vor. Dahinter dann Jan Unglaub mit der Startnummer 77 auf der 4. Hat er eine Position gut gemacht im Vergleich zur Startposition. Thies auf der 5. Position, Engel auf der 6, Martiner 7 und Korsten auf der 8. Retzepoff und Hilgers sind erst gar nicht an den Start gegangen. Das heißt also, 8 Fahrer noch dabei. Retzepoff und Hilgers, ja, nicht ganz so erfolgreich gewesen bisher. Also ich denke, dass das technischer Natur ist. Auch nicht zufrieden gewesen, dass man gesagt hat, okay, das Finale, das brauchen wir nicht fahren, das können wir nicht fahren. So, und Martin Mahler vor Erlbacher seit Ferrestario. So bleibt es erstmal. Jan Unglaub auf der 4, Thies 5, Engel 6. Wie gesagt, diejenigen, die hier bei den Senioren fahren, die haben denselben Motor wie bei den Junioren. Die haben einfach nur den Restriktor geändert. Die kennen natürlich das Material auch. Die kennen den Motor sehr gut. Sie wissen, was sie fahren, wie sie fahren müssen. Und das macht die Seniorenklasse eben auch so interessant. Nur, dass die Fahrer noch ein bisschen mehr Erfahrung eigentlich mitbringen. In der Regel, kann man schon so sagen. Ein bisschen mehr PS haben sie auch, das ist aber auch nur eine Randerscheinung. Ansonsten sind die Motoren ziemlich, ziemlich gleich. Ja, Jakob Erlbacher, der Gaststarter, ist derjenige mit der schnellsten Zeit, 49,804, 49,804. Das ist die schnellste Zeit des Feldes, gefahren von Jakob Erlbacher. Und macht auch gut Druck auf Martin Mahler, den Meisterschaftsführenden. Colin Korsten, derjenige, der auf dem Treppchen noch ist in der Meisterschaft mit 75 Punkten. Der muss sich auch ranhalten, fährt nämlich an diesem Wochenende auch nicht wirklich die beste Pace, ist da momentan auf Rang 7 und hat ordentlich zu kämpfen. So, und da eine Kollision zwischen der Startnummer 9 und 97, wenn ich das richtig... Nee, Thies, Entschuldigung, zwischen Engel und Thies. Also, so ist es richtig. Eine Kollision, deswegen gelbe Flaggen. Ein Fahrer scheint sich ein bisschen verletzt zu haben. Die sind sich da in die Quere gekommen. Natürlich, wenn Reifen anreifen oder aufreifen, dann wird es eng. Also... Die Startnummer und 12, Thies. Florian Thies, der von 4 aus gestartet war. Und die Startnummer 9, André Engel von 7 gestartet. Die sind sich da gerade ja etwas ungeschickterweise in die Quere gekommen. Deshalb die gelben Flaggen jetzt insgesamt auf der gesamten Strecke. Da das
Karten momentan im Gefahrenbereich steht. Das müssen wir natürlich dann abtransportieren, langsam machen. Darauf weist nochmal Rennleiter Uwe Fuchs hin. Und jetzt geht das natürlich los. Gelbphase bedeutet natürlich auch für die Fahrenden, das machen manche ganz geschickt, gib Gas, Junge, auch wenn es slow dasteht, versuch aufzuschließen. Versuch aufzuschließen, da können natürlich jetzt diejenigen, die an Boden verloren hatten bis dato, etwas weiter hinten waren, können natürlich jetzt davon profitieren, ja. Also Martin Mahler hat jetzt nicht nur zwei oder drei hinter sich, nein, er hat jetzt gleich fünf Leute hinter sich, denn profitieren von diesem Umstand tun auf jeden Fall Jan Unklaub und Colin Corsten, die auf 4 und 5 sind, sowie Mattena. Diese drei waren eigentlich relativ weit zurückgefallen. Die schließen jetzt auf dieses Feld auf, dank dieser Gelbphase. Und können gleich, wenn die Gelbphase vorüber ist, natürlich gucken, dass sie nochmal ihre zweite Chance nutzen können und können vielleicht doch noch was reißen. Also denen kommt es zugute, einem Herrn Mahler, sowie einem Herrn Erlbacher oder einem Seid Ferrestajo. Ja, eher weniger. Wobei Seid Ferrestajo könnte auch davon profitieren. Noch ist die Slow-Phase vorüber. So, also sechsköpfiges Feld, Slowphase, keiner darf überholen. So, 7 Minuten sind vorüber, also grundsätzlich haben wir noch knapp 5 Minuten für das Finale der Rock-Senioren nach dieser Phase. Die Zeit läuft natürlich weiter. Grüne Flagge, das heißt, das Rennen ist freigegeben. Also Martin Mahler, Erlbacher, Tayo, Unglaub, Corsten und Mattena. Also alle Fahrer jetzt beisammen. Thies und Engel sind ausgeschieden, Rezeprofil ist gar nicht gestartet. Ja, und André Engel hat sich da nochmal verpflegen lassen, quasi, hat sich da nochmal untersuchen lassen, kurz nach diesem Crash, hat sich da irgendwie in die Quere gekommen im Arm anscheinend, der wird da jetzt auch angeguckt und dann dürfte das auch wieder passen, also nichts Schlimmeres, aber natürlich Vorsorge ist wichtig, dafür haben wir ja unsere Sanitäter da und dann passt das auch, sieht aber gut aus, er ist wohl auf, alles passt. Und auch Positionen passen. Zumindest hat sich hier nichts getan. Mahler vor Erlbacher, vor Tayo. Unglaub auf 4, Corsten 5, Mattena 6. So, jetzt bildet sich eine kleine Zweiklassengesellschaft, zumindest optisch. Mahler, Erlbacher und Tayo als Top 3 und Unglaub, Corsten sowie Mattena auf 4, 5 und 6. So, ja, ein Unglaub, ein bisschen unter Druck, in Schwierigkeiten, aber kann bisweilen auch noch die 4. Position verteidigen. Martin Mahler, Jakob Erlbacher, Seid Ferrestajo, dahinter Jan Unglaub, Colin Corsten und Yannick Mattena mit der Startnummer 29. Schnellste Zeit kommt uns nach wie vor vom Gaststarter Jakob Erlbacher mit 49,804. Das ist die schnellste Zeit. Also schnellste Zeit 49,804 zum Vergleich. 48,723. War die oder ist der Bahnrekord von Gillian Lipinski. Diesen Rekord hat er genau vor einem Jahr, Ende Juli, aufgestellt.
Also Gillian Lipinski hält hier in Oppenroth den Bahnrekord inne. Gillian Lipinski, damals gefahren 48,723, 48,723. Heute bewegen wir uns so bei 49,8. Also ungefähr eine Sekunde langsamer. Da war er natürlich ganz fix und Bahnrekord, ja, macht sich auch ganz gut für die Publicity. Ja, und jetzt gucken wir natürlich genauer hin, was Mahler macht, Erlbacher macht und was Tayo macht. Noch gut eine Minute. Also ich denke, zwei Runden werden sie ab jetzt noch fahren, bis dann wirklich das Rennen rum ist, bis es heißt letzte Runde. An dieser Stelle auch nochmal der Aufruf an alle, die ihr Rennen schon fertig haben. Denkt an die Lizenzen, denkt an die Transponder bitte, dass ihr die nicht vergesst, gebt die bitte ab. So, schönes Überholmanöver und zwar außen vorbei von der Startnummer und 97. Ja, die Startnummer 97, sehr, sehr schön gemacht. Das war Colin Corsten, der hier sogar außen vorbeigegangen ist. Und zwar an seinem Kontrahenten Jan Unglaub. Hallo, also Colin Corsten ist jetzt der neue Viertplatzierte. Jan Unglaub fällt auf die fünfte Position zurück. Die Reihenfolge wie folgt: Martin Mahler, Jakob Erlbacher und Seidfieras Tayo. Dahinter Colin Corsten, Jan Unglaub und Yannick Zinner. Ja, die Zeit ist, das heißt es, letzte Runde und bis zum Schluss so nah beisammen. Jetzt müssen wir einen genauen Blick hinwerfen. Die drei wissen natürlich auch, dass es gleich vorbei ist. Und da wird der ein oder andere natürlich jetzt vielleicht versuchen, die Lücke zu finden. Die letzten 1029 Meter hier beim Finale der Rock Senioren in Oppenroth in der Motorsportarena Stefan Belloff. Also gucken wir, ob Martin Mahler es erneut schaffen kann. Und wenn er es schafft, dann hat er es zwar geschafft, aber man kann sagen, dass das ja recht knapp war. Und jetzt nicht den Mega-Vorsprung hatte, aber egal, zählt auch nicht. Wenn er gewonnen hat, hat er gewonnen. Die letzte Kurve, die letzten Meter. Die schwarz-weiß gerierte Flagge ist draußen und da gewinnt Martin Mahler vor Jakob Erlbacher seit Vieras Tayo. Also die drei. Und dann kommt Colin Corsten vor Jan Unglaub und Yannick Mattener. So das Endergebnis des Finales der Rock-Seniorenklasse. Ganz, ganz toll gemacht.